Über die letzten 3 Jahre habe ich immer wieder Kommentare bezüglich bestimmter Begriffe und Abkürzungen bekommen und nach meinem letzten Video zu meinem Balance Overhaul häuften sich diese Nachfragen. Es wird also offenbar Zeit, mal die diversen Begriffe aus der Siedler-Community zu sammeln und zu erklären. Klare Definitionen zu finden ist zum Teil nicht ganz einfach, da große Teile der Community eben schon so alte Hasen sind, dass man einfach davon ausgeht, dass alle die Begriffe schon kennen. Also korrigiert mich bitte, wenn ich etwas falsch wiedergebe. Beginnen wir mit den Abkürzungen LG, MG und HG, die im letzten Video für Verwirrung sorgten. Diese Bezeichnungen beschreiben sowohl die eingestellten Bodenschätze als auch die Startvorgaben von Zufallskarten. Das erste Buchstabenpaar bezeichnet dabei die Bodenschätze, das zweite die Startvorgaben. Kombiniert bekommen wir daraus zum Beispiel HGHG, den allgemein beliebtesten Spielmodus bezeichnet, in dem beide Einstellungen hoch sind. Das direkte Gegenstück dazu ist LGLG, wo sowohl die Bodenschätze als auch die Startvorgaben niedrig sind. Eine weitere beliebte Kombination ist HGLG, wo die Bodenschätze hoch, aber die Startvorgaben niedrig eingestellt sind. LGHG würde das Gegenteil meinen, was aber eine ziemlich seltsame Spielerfahrung wäre. Bei Multiplayer-Karten wird neben den Zufallskarten zusätzlich noch in die Kategorien Metzel und Buddel unterschieden. Metzel-Karten haben in der Regel randvolle Berge und zum Teil auch Warenlager für die Spieler, um den Siedlungsaufbau zusätzlich zu beschleunigen. Außerdem werden hier keine Planierer benötigt, da das Terrain völlig flach ist. Also perfekte Bedingungen, um relativ schnell große Siedlungen und Armeen hochzuziehen. Die Karte für die Gruppenphase der WM 21, The Woods, war eine solche Karte. Buddelkarten ähneln Metzelkarten, sind aber so gestaltet, dass Planierer erforderlich sind. Nach diesem Verständnis könnte man The Woods in eine Buddelkarte verwandeln, wenn man das Terrain entsprechend bearbeitet. Aber auch eine Zufallskarte, die man im Editor öffnet, könnte zu einer Buddelkarte gemacht werden, wenn man die Berge entsprechend füllt, ohne ihre weitere Beschaffenheit zu verändern, wobei solche Fälle kaum bekannt sind. Die Peacetime, meist als PT abgekürzt, bezeichnet einen abgesprochenen Zeitraum zwischen den Spielern, in dem keine feindseligen Handlungen erlaubt sind. Die genaue Auslegung unterliegt aber weiteren Hausregeln. Während der WM war zum Beispiel der Einsatz von Dieben, sowohl zum Erkunden als auch zum Stehlen von Waren, auch während der Peacetime erlaubt. Der Clan SF spielt in der Regel mit einer PT von 60, erlaubt Saboteure aber erst nach 120 Minuten. Zum Teil schließt die Peacetime auch mit ein, dass kein Spieler über die Kartenmitte expandieren oder seine Truppen entsprechend positionieren darf. Wenn an Orten wie Discord-Server nach Spielern gesucht wird, wird in der Regel aus den genannten Abkürzungen und der PT ein Schlüssel gebildet. HGHG60 bezeichnet also eine Runde mit hohen Bodenschätzen, hohen Startvorgaben und einer Peacetime von 60 Minuten. Der Begriff S-Turm oder Safe-Turm kann je nach Kontext unterschiedliche Dinge meinen. Im Singleplayer bezeichnet er einen Turm, der für die KI unerreichbar ist, was in der Regel bedeutet, dass man das Spiel nicht verlieren kann. Im Multiplayer meint es meist entweder den Turm oder die Gruppe von Türmen, die man verteidigt, oder einen Turm, der irgendwo in den hinteren Winkeln der Siedlung versteckt ist, sodass der Gegner diesen erst suchen muss, um den angegriffenen Spieler offiziell besiegen zu können. Die Abkürzung CP bezeichnet in der Regel den Community Patch, die erste größere Siedlermod ihrer Art. Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Die Abkürzung EE bezeichnet die Enhanced Edition. Hier handelt es sich, anders als bei der 2002 erschienenen Gold Edition und der 2018 veröffentlichten History Edition, nicht um ein offizielles Ubisoft-Produkt, sondern einen weiteren Fanpatch mit Bugfixes und einigen aktivierbaren Mods. Im Sinne der Transparenz sollte ich wohl auch anmerken, dass ich zum Team der Enhanced Edition gehöre. Beide enthalten auch eine Variante des Kohlefixes oder Request Limit Extenders. Dieses Plugin hebt das Transportlimit des Spiels effektiv auf, das umgangssprachlich als Kohlebug bezeichnet wird. Dazu habe ich ein eigenes Video, hier würde eine tiefere Erklärung zu weit führen. Ubo bezeichnet das Projekt, das hoffentlich in den nächsten Monaten ein fester Bestandteil des S4 Multiplayer Vokabulars wird, nämlich meinen eigenen Ultimate Balance Overhaul. Diese Balance Mod hat das Ziel, einfach ein kompetitives Setting-taugliches Spiel zu schaffen, in dem jeder Zauber, jedes Gebäude und jede Einheit eine Existenzberechtigung hat. Aktuell befindet sich das Projekt in einer frühen Alpha-Version. Der Planierbug und der Pflöcke-Bug bezeichnen zwei Bugs, die für viele Multiplayer-Spieler oft problematisch sind. Beim Planierbug weigern sich die Planierer eines Spielers, eine oder mehrere Baustellen zu bearbeiten, sodass das Gebäude nicht fertiggestellt werden kann. Beim Pflöcke-Bug wird ein Gebäude zu 99% fertiggestellt, die Bauarbeiter bauen das aber nicht völlig zu Ende, sodass es nie in Betrieb gehen kann und die Pflöcke, die die Baustelle markieren, nicht verschwinden. Kommen wir nun zu ein paar Begriffen, die weniger Multiplayer-zentrisch sind. Als Rampe werden Türme bezeichnet, die für den Angreifer nicht direkt erreichbar sind und ein Gebiet beschießen, das ein Angreifer passieren muss. Hierzu gibt es ein komplett eigenes Genre an Einzelspielerkarten, die aus solchen Settings eigene Herausforderungen stricken. Die Siedlermauer ist in erster Linie ein Singleplayer-Ding, durch die angreifende Truppen einer KI blockiert werden können. Hierzu wird mit Pionieren eine schmale, aber lückenlose Linie an einem Ort gezogen, der vom Gegner passiert werden müsste, aber von keinem Spieler mit Türmen erobert wird. Wenn wir diese Linie bis zum Rand mit Siedlern füllen, indem wir Diebe darüber laufen lassen und sie dabei wieder in Siedler verwandeln, kann sie ein unüberwindbares Hindernis werden, da die KI sie nicht als Hindernis erkennt und deshalb keinen anderen Weg zur Siedlung des Spielers sucht. Im Multiplayer ist diese Taktik aber, wenn man sie überhaupt sinnvoll einsetzen kann, im besten Fall höchst ungern gesehen. Spätestens wenn ein Turm dadurch völlig unerreichbar wird, wird daraus auch eigentlich immer ein klarer Regelbruch.
Der Hafenbar kommt zustande, wenn ein Hafen samt Handelsschiff gebaut und mit einem anderen Hafen verbunden wird, zu dem eigentlich kein Seeweg besteht. In diesem Fall werden die Waren kurzerhand zum Zielhafen teleportiert. Im Multiplayer ist dieses Vorgehen in der Regel illegal und noch dazu selten wirklich sinnvoll, auch wenn es mit Strategien wie dem Honigaufbau kombinierbar wäre. Der Begriff Mana-Aufbau ist eigentlich breit gefächert, bezeichnet im Vanillaspiel aber effektiv nur die Strategie der Trojaner, statt Nahrung Mana aufzubauen und die Minen mithilfe des Köstlichkeitenzaubers zu versorgen. Für die Trojaner ist diese Strategie meist im Standardaufbau klar überlegen. In diesem Zusammenhang wird auch oft der Begriff Batterie verwendet, der eine Anordnung aus meist 7 Minen bezeichnet, die so platziert sind, dass sie alle in den Radius des Zaubers passen. Damit sollten die wichtigsten Begriffe abgedeckt sein. Wenn euch noch mehr einfallen, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ich sie nicht erklären kann, findet sich sicher jemand, der es kann.